Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Sinusfunktion und Kosinusfunktion. In diesem Video möchte ich euch einen Überblick über Winkelfunktionen geben. Das Video soll gleichzeitig eine Unterstützung für eure Vorbereitung auf die Matura sein. Winkelfunktionen sind die Prototypen periodischer Funktionen, also sich wiederholender Funktionen. Ursprünglich habt ihr den Sinus im rechtwinkligen Dreieck kennengelernt. Im rechtwinkligen Dreieck wird der Sinus definiert als Verhältnis Gegenkathete durch Hypotenuse, also als Seitenverhältnis. Der Sinus des Winkels im rechtwinkligen Dreieck ist natürlich beschränkt auf einen Winkelbereich von 0 bis 90 Grad, da keine größeren Winkel auftreten können. Aber wir können den ersten Teil der Sinusfunktion damit bereits zeichnen. Also von 0 bis 90 Grad, im Bogenmaß ist das natürlich Pi halbe, kann ich den Sinus bereits in seinem typischen Verlauf andeuten. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende erzählt. In einem nächsten Schritt wird die Sinusfunktion in ihrem Definitionsbereich erweitert. Im Einheitskreis kann man den Sinus als y-Koordinate eines Punktes am Kreis definieren. Und diese y-Koordinate durchläuft dann positive und negative Werte bis zu einem Winkel von 360 Grad oder eben im Bogenmaß 2 Pi. Und der Verlauf der Sinusfunktion von positiv auf negativ entspricht eben der bekannten typischen Sinuskurve mit einem Maximum und einem Minimum. Damit haben wir unsere Sinusfunktion, den Sinus von x, bereits von 0 bis 2 Pi definiert. In einem letzten Schritt erweitern wir nun den Definitionsbereich auf die ganzen reellen Zahlen, indem wir den Sinus periodisch fortsetzen. Wir nehmen also diesen Abschnitt, diesen Graphenteil und kopieren ihn beliebig oft aneinander. Der Sinus wird mit einer Periode von 2 Pi fortgesetzt. Das bedeutet, wenn ich den Funktionswert des Sinus an einer beliebigen Stelle wähle und dann um 2 Pi nach rechts gehe, erhalte ich wieder denselben Funktionswert, den ich bereits an der Stelle x hatte. Und die Periodenlänge, mit der sich der Sinus wiederholt, ist eben 2 Pi. Um genau zu sein, ist auch jedes Vielfache von 2 Pi eine Periodenlänge und 2 Pi ist nur die kleinste Periodenlänge, die auftritt. Der mit dem Sinus eng verwandte Kosinus hat praktisch denselben Funktionsverlauf wie der Sinus, aber er ist gegenüber der Sinusfunktion verschoben. Im Einheitskreis handelt es sich ja um die x-Koordinate und die x-Koordinate beginnt bei einem Winkel von 0 mit ihrem Maximalwert. Also auch der Kosinus beginnt mit seinem Maximalwert. Und wenn wir den Kosinus wiederum zeichnen, erhalten wir eine verschobene Sinusfunktion. Die Verschiebung beträgt genau diese Viertelschwingung, also genau Pi halbe. Und diesen Zusammenhang kann man mathematisch nun aufschreiben. Verschiebung ergibt sich, indem wir zur x-Koordinate einen fixen Zahlenwert addieren oder subtrahieren. In dem Fall wird der Sinus um Pi halbe nach links verschoben, um den Kosinus zu erhalten. Das heißt, der Sinus an der Stelle x plus Pi halbe, also um Pi halbe nach links verschoben, ist identisch mit dem Wert des Kosinus von x. Das ist aber nicht der einzige Zusammenhang, den wir zwischen Sinus und Kosinus kennen.
Die Differentialrechnung liefert einen weiteren Zusammenhang. An der Stelle, an der der Sinus seine maximale Steigung hat, an der Stelle 0 hier, hat der Kosinus seinen Maximalwert. Und dieser Maximalwert von 1 entspricht genau der Steigung des Sinus. Und das gilt nicht nur für die Stelle 0, sondern über den gesamten Verlauf der Funktion. Und damit erhalten wir die bekannte Gleichung: der Sinus an der Stelle x abgeleitet ist gleich dem Kosinus von x. Und wenn wir nun wiederum den Kosinus ableiten, kommen wir zurück zur Sinusfunktion mit einem einzigen Unterschied. Es ist der negative Sinus, der negative Wert der Sinusfunktion an der Stelle x. Würden wir weitere zweimal ableiten, wären wir dann tatsächlich wieder bei der Sinusfunktion angelangt. Bleiben wir bei dem Prototypen aller Winkelfunktionen, der Sinusfunktion. Im allgemeineren Fall schreibt man die Sinusfunktion mit Hilfe von zwei Parametern. Und zwar a mal Sinus von b mal x. Welche Bedeutung haben diese beiden Parameter? Der Parameter a ist relativ simpel erklärt. Wenn wir also nun eine allgemeine Sinusfunktion haben, dann haben wir nicht mehr als Maximalwert 1 und als Minimalwert minus 1, sondern der maximale Funktionswert ist eben identisch mit dem Parameter a. Der minimale Funktionswert ist entsprechend minus a. B beschreibt nun die Periodenlänge. Aus Sicht des Physikers ist B eine Art Frequenz, eine Kreisfrequenz, gibt also die Anzahl der Schwingungen in einem bestimmten Bereich an. Und damit kann man wieder zurückrechnen auf die Länge einer solchen Schwingung. Die Periodenlänge ergibt sich in dem Fall über 2 Pi durch diesen Parameter B. Anders ausgedrückt, dieses B beschreibt, wie viele Perioden der Sinus bis 2 Pi einnimmt, von 0 aus beginnend. Bloßes Zählen reicht also in der Regel aus, um B zu bestimmen. Beziehungsweise, wenn man B abgelesen hat, kann man damit wiederum die Periodenlänge berechnen. Oft werden diese Werte allerdings aus Sicht des Physikers gedeutet. In der Physik bezeichnet man den Parameter A mit dem Begriff Amplitude. Und das B ist die Kreisfrequenz. Was heißt das? Dazu brauchen wir als erstes etwas, was eine Sinusfunktion hervorruft, eine Schwingung. Die klassische Schwingung schlechthin, die man zeichnen kann, ist eine Pendelschwingung. Ob das nun ein Federpendel oder ein Fadenpendel ist, spielt keine große Rolle. Bekannter ist sicher das Fadenpendel. Ein Fadenpendel, das hier von links nach rechts und wieder retour schwingt. Die Ruhelage wäre genau in der Mitte. Und als Amplitude bezeichnet man die maximale Auslenkung, den maximalen Winkel, den dieses Pendel erreicht, bis es sich dazu entschließt, wieder umzukehren. Also im obersten Todpunkt, den wir hier haben, das wäre in dem Fall die Amplitude. Im Fall eines Fadenpendels wäre das ein Winkel, ein maximaler Winkel. Und das B als Kreisfrequenz, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, gibt eben eine Frequenz und damit eine Anzahl von Periodenlängen, von Schwingungen an. Die normale Frequenz ist die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde, also bezogen auf eine Einheit 1. Die Kreisfrequenz dagegen ist die Anzahl der Schwingungen bis 2 Pi. Also wie schon gesagt, wenn ich von 0 bis
2π auf der waagrechten Achse, auf die Zeitachse in dem Fall, die Anzahl der Schwingungen zähle, erhalte ich meine Kreisfrequenz und das ist in dem Fall der Parameter B. Kreisfrequenz heißt dieser Ausdruck übrigens deshalb, weil 2π natürlich für den Winkel eines vollen Kreises steht. Also kann ich hier durch einfaches Zählen B bestimmen und die Amplitude A erkenne ich ohnehin über die maximale Auslenkung. Noch einmal zusammengefasst, die Definition von Sinus und Cosinus als periodische Funktionen, der Zusammenhang zwischen Sinus und Cosinusfunktion und dann die Deutung der Parameter der Sinusfunktion, das sind die wesentlichen Bereiche, die du beherrschen musst. Und damit wünsche ich euch viel Erfolg bei der Matura.